Wir kommen zu einer neuen Location. Wir mussten gerade hier ein bisschen reinschleichen, weil wir gerade hier direkt am Tennisplatz sind. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Wir sind gerade hier an einer ein verlassenes Kohlensäurewerk. Soll das wohl hier irgendwie gewesen sein? Hier sind aber auch verschiedene Sachen irgendwie abgeladen worden oder zwischengelagert worden. Irgendwie sieht das hier so aus wie so für einen Weihnachtsmarkt, so Buden. Vielleicht war das so die nachhaltige Nutzung, dass hier irgendwie auch Baustoffe gelagert wurden. Hier liegen überall Steine, Absperrungen, Sand, Kies. Und hier halt dieser Baum, Weihnachtsmarkt, Buden. Steht wahrscheinlich auch schon einige Jahre hier leer. Na, jetzt auch schon ordentlich mal gebrannt. Also ordentlich hat es hier schon mal gebrannt. Ja, wie gesagt, steht einige Jahre schon leer hier. Die Natur hat sich auch schon einiges hier zurückgeholt. So, jetzt kann ich auch etwas entspannter sein und nicht so schnell hier durchhuschen, weil ja vorne war man so ein bisschen auf dem Präsentierteller, weil direkt hier nebenan ist halt auch ein Tennisplatz, wo gerade auch Betrieb ist und wir mussten da echt auf dem Präsentierteller vorbeihuschen. Aber jetzt sind wir hier im geschützten Bereich, würde ich es mal sagen. Ja, hier waren dann wahrscheinlich irgendwelche Abfüllanlagen, hier sind verschiedene Rohre zu sehen. Da oben würde ich jetzt, könnte man hochklettern, sowas wollte ich vielleicht auch irgendwann mal wagen, aber heute ist glaube ich kein guter Zeitpunkt, einfach weil man da oben eventuell dann richtig auf dem Präsentierteller ist. Hier ist irgendwie so ein, ja, sieht aus wie irgendwelche Kondensatoren von Siemens. Irgendwie so ein Schaltkasten hier, ja, Kondensator steht da. Ja, wahrscheinlich irgendwie für die Anlage hier. Ja, wow, okay. Also hier sind halt, hier ist halt eine Halle mit verschiedenen Apparaturen. Und hier ist halt irgendwie so ein Motor, der irgendwie ein Förderrad angetrieben hat. Okay. Also finde ich schon sehr interessant, das hier so mit den noch vorhandenen Gerätschaften hier irgendwie zu sehen. Wirklich verdammt aufpassen, wo man hintritt, weil hier im Boden halt Stolperfallen oder wo man etwas runter, naja, tief ist es jetzt nicht, aber verletzen könnte. Und hier muss man wirklich überall aufpassen, wo man hingeht und tritt. Aber das tut man ja immer eigentlich. Zumindest das Dach sieht noch sehr intakt aus. Ja, und hier wurde dann irgendwie Kohlensäure dann hergestellt. Wird Kohlensäure eigentlich hergestellt oder wird das aus der Natur gewonnen? Da bin ich jetzt auch kein Chemiker. Also wenn ein Chemiker unter euch ist, der kann mir das gerne beantworten. Also ob diese Kohlensäure in der Natur auch vorkommt oder ob die chemisch hergestellt ist und das letztendlich vielleicht war es ja dann eine Fabrik oder dann nur eine Abfüllanlage. Ja, wir sind hier auch direkt am Bahnanschluss, deswegen fahren ja auch
Kann es passieren, dass schon mal Züge hier durchfahren dann? Hier sieht das anders so aus. Das sind diese Halle hier. Hier war dann wahrscheinlich die Verladung gewesen irgendwie. Mit direktem Gleisanschluss, wo das dann auch auf die Züge verladen wurde. Und hier wurde es dann, das ist vielleicht wahrscheinlich LKWs hier reingefahren und dann wurde dann hier die Kohlensäure in Zylindern dann irgendwie verladen. Ja, hier war dann wahrscheinlich irgendwie so das Anmelde-Pförtnerhäuschen dann gewesen. Was, ja, hier war wahrscheinlich dann auch die Anlieferung dann auch gewesen. An- und Abfertigung, wie man es nennen mag. Und hier wurde dann wahrscheinlich dann von dem zuständigen Mitarbeiter irgendwie, ja, alles ordnungsgemäß verbucht, Tag ein, Tag aus. Jetzt auf dem Gelände an mehreren Stellen schon irgendwie gebrannt, wie leider so oft durch mutwillige Brandlegung. Schade, dass dann solche Gebäude dann wirklich dann auch für uns Urbexer dann auch gefährlicher werden, wenn das Dach irgendwie runterknallt oder so. Schade, dass man die Gebäude nicht einfach oder das Eigentum anderer einfach in Ruhe und mit Respekt behandelt. So wie wir es immer tun. So. Ja, wie gesagt, hier ist dann auch ordentlich das Dach runtergekommen. Also hier ist ein wurde hier verlaufen, aber das Dach sieht nicht mehr vertrauenswürdig aus. Da muss man wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Also hier ist auch eine interessante Apparatur. Eine Maschine oder so. Funktioniert auch nicht mehr. Ja. Ob das hier irgendwie mit den Kohlensäurezylindern irgendwas zu tun hat oder so. Irgendwie so, hier ist irgendwas reingegangen, dann hinten kam es wieder raus. Drehrichtung steht da. Ja, irgendwie geht die Apparatur, die Maschine auch noch nach oben, irgendwelche Leitungen. Ich weiß nicht, was das hier für eine Anlage gewesen ist. Und wie gesagt, meine Vermutung, irgendwas mit den Kohlensäurezylindern, irgendwas. Die, weiß ich, wurden die hier gefüllt? Ich weiß es nicht. Naja, wie gesagt, die Natur holt sich auch alles hier zurück. Naja, vielleicht ist es auch eine Mischung aus natürlichem Verfall und Brandstiftung. Hier kommt das Dach auch schon mal runter. Und ja, man muss wirklich aufpassen, wo man hintritt. So, im Vorbeigehen habe ich jetzt hier diesen Rucksack gesehen. Okay. Und dann stand diese Türe auch so offen. Also schon ein bisschen. Ja, ich finde es irgendwie unheimlich ein bisschen. Auch wenn man hier so da hinten in diesem Gang einfach guckt. Wie gesagt, man weiß nie, was einen erwartet oder wer einen erwartet. Na ja, gut, hier erwartet uns keiner. Ach, ja, Sprachfehler. Das sieht ja irgendwie. Ich weiß nicht, was das hier für ein Belag ist irgendwie. Hier dieser Schrank auch. Und da dieser Kleiderhaken, der da wacker standhält. Irgendwie, ich weiß nicht.
Welche Bedienelemente, ob dann hier die Maschine bedient wurde, dass man irgendwie einen Schutzraum für die Maschine brauchte, wegen dem Druck oder so, wenn da irgendwas passieren soll, dass man hier in Sicherheit ist. Könnte natürlich sein. Diese Steckdose, die hier noch wacker ist, naja, ob sie funktionieren würde, nein. Dieser Schalter. Ja. Also, hier muss man gewaltig, gewaltig, gewaltig aufpassen. Hier ist auf jeden Fall noch irgendein Tank. Zähler hier oben, wo irgendwas gezählt wurde. Okay. Also irgendwie hat schon dieses Gebäude schon was Unheimliches hier. Ich werde dann hier nochmal reingehen. Ja, ich dachte, hier liegen eigentlich Unterlagen vom Gebäude, aber irgendwie alles voll gemüllt. Feldeins Marienquelle. Ah, okay. Wahrscheinlich wurde die Kohlensäure dann hier auf natürlichem Wege irgendwie dann auch gewonnen aus der Quelle und wurde dann hier abgefüllt. Okay. Das ist natürlich irgendwie interessant zu wissen als Nicht-Chemiker. Hier sind dann irgendwie verschiedene Relais dann gewesen. Kühltürme, Wasserpumpen, Wasserpumpen. Allgemein. Hat das gerade was jetzt dämmert durch die Bäume hier ein bisschen. Die Sonne scheint dann auch so durch. Hat irgendwie schon was Besonderes. Im Bereich gewesen. Hier sieht man natürlich wirklich, wie das alles hier zugewachsen ist. So einen kleinen Wald hier schon. Also hier sind dann auch die Leitung verlegt, ob das dann zu dieser besagten Quelle dann irgendwie nach hier geleitet wurde, die Kohlensäure. In diesem Sinne war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss.